Back okay. is the Incredible. Mal Chatty, schauen, ob du genauso viel für die Glück Randomness. Hast. Roger, du moderierst einfach. Wir machen weiter. Chefke, darfst okay. anfangen. Ja, also hey, mal schauen, ob du genauso viel Glück hast wie Roger. Provozierter Druck war das. Oh so, nein, das war, kann man das zurückmachen? Ach, shit. Ein super Anfang. Ach, Herr Roger, du bist Moderation jetzt. Achso, okay, aber ich ja, also finde ich, nee, aber finde ich gut, dass du das machst, auch gleich zwei vor. Mhm. Micha macht da oben, macht es auf. Micha, bist du weiß überhaupt? Ich bin schwarz. Ah ja, schau, okay. Meine ich ja. Dann Cheffi, machst du sehr gut auf. Was ist die, das mit den. Die Krone ist eigentlich die Dame, ne? Genau. Und wenn du quasi den Läufer da noch wegkriegst, dann kannst du die Rochade machen auf der Seite. Ah, stimmt. So, Partie hat schon begonnen, sehe ich. Ja, Roger hat deinen Job übernommen. Sehr gut. Chefcat mit Weiß gegen Micha mit Schwarz. Chefcat wieder Weiß. Micha hat die erste Partie gewonnen. Chefcat verloren. Und ja, wir sammeln hier ja auch gerade Spenden, ne? Das hast du ja schon geil so anmoderiert, dass wir schon über 1000 Euro haben, was ich echt krass finde. Weil 1000 Euro gehen ja dann in das Projekt. Oh, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ja, wir haben schon 1200 Euro übrigens inzwischen. Jedes Mal, wenn ich irgendwie drauf gucke. Warte mal, der ist doch geschenkt, oder? Chefcat. Was denn? Oh nein! Ja, hat er gesehen. Ach, fuck. Damn. Ah, oh, shit. Okay. Das war echt nicht schlau. So. Okay. Ja, jetzt sehen wir das mit Weiß, gerade hatten wir es mit Schwarz so. Gerade schon eine Figur eingestellt, der gute Chef geht, aber Micha ist echt on top heute, ich merke das schon. Spielt sein A-Game, hat den Springer direkt geschlagen und ist jetzt mit 3 Punkten vorne. Chef geht etwas zu viel mit Bauern unterwegs. Hey, wie mache ich diese Rochade? Da muss Platz frei sein, der Läufer muss erstmal ziehen. Ach so, stimmt, ah. Oh, Schach. Genau, Schach, das ist Schach. Das muss man abwehren. Und danach kannst du die Rochade machen, Chefcat. Oh. Aber warte erst mal ab, was er zieht. Vorsicht. Ach so, oh. Stimmt. Weil, versuch deine Materialien so ein bisschen zu schützen. Der Läufer ist angegriffen, jetzt helfe ich dir ein bisschen. Ja. Yeah. Und den darfst du nicht einfach opfern gegen deinen Bauern, weil der Läufer ist mehr wert, genau. Niemals. Nein, aber er setzt nach. Micha ist unbarmherzig, er setzt direkt nach. Ist ja unglaublich, wie hart er vorgeht. Und Läufer B3 direkt, A5, boah, Micha, ey. Nicht schlecht. Er macht richtig Druck, der Mann. C4. Okay. Das war auch nicht schlau. Ja, das war etwas zu impulsiv, würde ich sagen. Da kommt so ein bisschen der Südländer aus dir raus. Das ist völlig normal. Ich würde sagen, der Dings, der Schwabe, der Süddeutsche. Der Schwabe, sagt er. Ja, aber der du musst ja Zeit sparen. Zeit sparen. So, jetzt ist der wieder weg. So, ja, Läufer, genau, ja. Boah, ja, Schwarz steht natürlich überragend hier. Aber jetzt kannst du mal probieren, die Rochade zu machen. Jetzt geht's. Ja, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ja, mach was anderes, ist in Ordnung. Jetzt habe ich keine Lust mehr, sagt er. Nee, es gibt Wichtigeres jetzt. Ja, dann zeig mir, was wichtiger ist. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Irgendwo kommt Musik aus dem Hintergrund. Die Kopfhörer. Ein bisschen mehr Wahnsinn. Da sind wir hier mitten noch in der Produktion. Und verstehe. Ja, alles gut. Nebenbei noch produziert. Ne, ist ja nicht schlimm. Ist okay, ein bisschen so. Background-Musik.
Okay, wie geht die Rochade nochmal? Hier rechts? Ach, jetzt doch, den König zwei Ja. Felder zur Seite schieben. Okay. Und Ah. dann wird der Turm Okay. automatisch drüber Okay, super. geführt. Im realen Schach müsste man das selbst machen, aber das Programm sagt, okay, komm, alles klar, mache ich. Okay. Was passiert denn da? So, Wer kommt für da die, die neu hin? dabei sind, schönes kleines Turnierchen hier auf Promi-Basis. G4 ist wirklich ganz harter Schach, ganz harter Schach. Da wäre Michael Thal, würde hier echt applaudieren für den Zug. Schön nach vorne. Michael Thal war mein Weltmeister, der hat alles geopfert irgendwie und hat immer gewonnen aus irgendeinem Grund. Man weiß bis heute nicht, wie er es gemacht hat. Und du eiferst ihm gerade tadellos nach. Rochade von Micha Fritz, der übrigens auch irgendwie auf Mute geschaltet ist, der sagt die ganze Zeit nichts. Ich bin F3. echt nur fokussiert. Ich wollte Ja. auch schon mehrfach sagen, dass wir quasi schon 120 Hygienekits haben mit den 1.200 € im Refugee Settlement in Yumbe District. Also was echt ich der Hammer finde, weil hier spielen gerade vier Dullis, drei davon oder vier lernen gerade Schach gefühlt und ein Schachprofi und der andere ist schon weg. Aber ich bin echt hart fokussiert, weil ich habe gar keinen Bock. Das, was du gesagt hast, stimmt voll mit dem Ego. Du Ja. hast es irgendwie so schön gesagt. Ist ein Ego-Spiel, klar. Wenn man verliert, das ist ein Ego-Verlust. Kein Bock, gegen Chefkett mein Ego zu verlieren. Na, ich habe gar nicht verloren, das ist geiler. Ja, Ego, 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 Ego. Also, Springer A6, ja. Also ich muss sagen, ich muss Weiß ein bisschen helfen hier, weil Schwarz steht dermaßen überlegen hier. Du musst unbedingt deine Figuren ins Spiel bringen, ne? Also, Ja, stimmt. Ich mach mal ein bisschen Action. ja. Wenn du schon nicht so die besten Züge machst, musst du wenigstens schnell spielen. Ja, stimmt. Ja, Springer Komm. C5. Ey, Schwarz spielt richtig gut, muss ich sagen. Also. Ah! Was denn? Springer D3. Boah, hat er das nicht gut gemacht, Leute? Den Springer über B8. A6, C5 nach D3 geführt, wo er monstermäßig als Krake in der weißen Stellung steht. Also das ist ein richtig heftig geiler Springer auf D3. Alter. Schon fast Chessporn, was du hier machst, ne? Wie Chessporn. Läufer C6, hat er gut gesehen. Da hing ein Bauer. Nein, ich trottel, Alter. Aber es war nur ein Bauer, es war nur ein Bauer, es war nur ein Bauer. Ah, okay. Stellt auch eine Drohung auf. Ah, ich weiß nicht, warum ich. Ja, hat er gesehen. Micha sieht sowieso alles irgendwie. Hatte gesehen, dass der Turm angegriffen ist und zog den Turm zur Seite. Sehr stark. So. Nee, warte mal. Ich muss jetzt mal was Cooles machen. Ja, es ist schwierig, hier was Cooles zu finden. Bastio, warte. Warte kurz. Deine Art, Warte, ey. warte. Straight raus, Alter. Ich hab da Ich was. hätte jetzt Moment. wirklich schwierig für dich jetzt auch was. Ja, Dame A4, okay, bringt die Dame ins Spiel. Zusammen mit dem Läufer eine gewisse Batteriewirkung auf der Diagonale A4, E8, Leute. Das ist mehr für den Chat gedacht hier. Aber greift zum. Aber Micha sieht irgendwie alles. Also ich weiß nicht. Aber Micha spielt richtig gut. Okay, geht weg mit der Dame, die war angegriffen. Aber Micha nimmt irgendwie dem Weißen alles weg, was er so dahin stellt. Bisher. Fast alles. Ein en passant hat er auf D3 verpasst, aber ansonsten alles genommen. Und die Dame hier am Damenflügel von Weiß und der hier, die machen wenig. Gucken so ein bisschen ins Leere. Ja. Ich würde den einfach wieder so ziehen. Ne, hier. Oder vielleicht den. Auch ein Zug. Mal gucken, was Micha macht. Hat auch mehr Zeit. Springer D3 einfach wieder zurück. Ganz easy, ganz locker. Chefkate, du hast einen starken Zug im Petto. Denk mal deine Figuren, wer mitspielen möchte, dass alle deine Figuren mitspielen. Bring mal deine Figuren ins Spiel. Ah nein, mein Finger ist weggerutscht. Was wolltest du ziehen? Wo sollte der hin? Der sollte da Ein weiter? A3, ja genau. Ja, dann mach mal zurücknehmen. Zug, geht das? Zug zurücknehmen. Da gibt Ja, es auch einen warte, Fall. pass auf, wir machen es einfach so. Ich mache einen Move. Ich nehme nicht Nee, nee, deine nee, nee, Dame. nee, 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 nee. Es geht anders. Da gibt es so einen Pfeil nach links.
Ja, aber es ist meine Zeit. Ist egal. Du kannst ein Chefgeld, du kannst einen Zug zurücknehmen lassen, indem du ihn bittest Links darum. oben, unter Leeches. Nee, da wo dieses Remis-Zeichen ist und rechts die Fahne, links ist so ein Zeichen nach links, so ein Pfeil. Wenn links du da draufklickst, so ein Pfeil nach links, neben dem Remis-Zeichen, dieses 1-2 und daneben ist die Fahne unter dem Notationsfeld. Ich meine es zumindest. Ach so, komm, egal. Egal. Ich find's nicht, ich find's nicht. Ja, okay, vielleicht also ist er gar nicht hier? Da. Man kann auch den Gegner bitten. Rücknahme angefordert. Genau. Und da muss er annehmen. Wo denn? Müsste bei dir auftauchen, direkt auf dem Brett rechts irgendwo. Da, wo die Zeiten sind, da unten. Ah, warte, ja. Sorry, genau. Und jetzt machst du den Zug, den du machen wolltest. Du bist okay. Offensichtlich ausgerutscht. Ja. Ja. Läufer A3, sehr stark. Sehr stark. Ich habe mich schon gewundert, also, dass du den da hinstellst. Aber ich kenne das mit dem Ausrutschen. Das passiert viel häufig. Ist mir vorhin auch schon passiert bei Roger Reckless. Also man kann, ihr könnt euch gerne auch bitten, Züge zurückzunehmen, falls ihr aus Versehen einen Zug macht, den ihr wirklich. Jetzt aber scheiße, jetzt, das wollte ich auch nicht. Jetzt nee, wirklich. Dann bitte den Zug zurückzunehmen, geht auch. Ja, ja, ist okay. Sorry, Chef. Jetzt seid ihr 1-1, passt doch. Oh. Danke übrigens an Joel 27 für den Prime. Was für ein Scheiß da. Man bekommt auch seine Zeit, glaube ich, zurück auch. Ja, ja. Ah, ficken. Ja, es. Ich möchte jetzt nicht helfen, weil du hast sowieso Vorteil. Du bist einen vorne. Und es gibt Möglichkeiten für dich, ja. Zum Beispiel. Ist jetzt alles halb so wild aus schwarzer Sicht. Im Gegenteil. Chat, ihr seht es. Das hier, ne? Big Threat. Big Throat, oder was? Ja. Ich will nichts verraten. Da, der Pfeil-Chat, der zeigt's an, ne, was hier abgeht. Mal gucken, ob Weiß adäquat reagiert. Hat er? Hat er? Ja, das ist eine vernünftige Reaktion. Das war sogar das ist ein perfekter Zug. Super. Was hat er rausgenommen? Er hat nichts rausgenommen. Da war nichts. Bin nur weg. Er ist einfach nur weg, weil die Dame angegriffen war. Hat er gesehen. So, jetzt das Niveau, dass die Qualität der Partie wird immer besser. Und es wird immer spannender. Also ich dachte am Anfang, dass Schwarz problemlos gewinnen wird, aber jetzt bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Jetzt ist es wirklich total offen wieder, weil hier lauter Drohungen von Weiß und Schwarz müsste jetzt sowas machen oder sowas. Ne? Also spannendes Game, Leute. Naftalin, das ist hier mein Producer. Der hilft mir heute. Das ist alles. Dame B6, sehr schön. Dame E7, ui. Das war ein bisschen impulsiv wieder gespielt von Chefkit. Stimmt, wo soll ich denn danach noch hin? Nein! Was habe ich da gemacht? Das war etwas zu impulsiv, etwas zu schnell. Aber macht nichts. Mal gucken, was Schwarz macht. Okay. Was meinst du mit adäquat gezählt, Dakon? Ja, Weiß hat Schwarz hat Vorteil, 3 Punkte Vorsprung. Aber ich will jetzt hier nichts verraten. Er ist dran und da er die erste Partie gewonnen hat und Chefkit die erste verloren hat, sind wir natürlich erstmal ein bisschen für die Underdogs. Warte mal. In der ersten Partie hat Micha noch viel, viel mehr gelabert. So, jetzt nicht. Jetzt hat er genommen den Läufer. Er sieht, dass der hängt und nimmt den Läufer. Dieses Wattemar bezog sich darauf, denn er... Ja, weil ich war mir nicht sicher, ob der Turm doppelt gedeckt ist. Ah, sehr gut. Sehr guter Gedanke. Der Turm ist halt... Ja, genau. Das ist ja Schachmatt. So, tatsächlich, ja, genau. Ja, das hast du gut gesehen. Also sehr stark. Sehr stark. Ja, jetzt sieht's duster aus für Weiß. Jetzt sieht's nicht gut aus für unseren Rapper. Ja, jetzt wird es dunkel auf der Bühne.
Mal schauen, ob er irgendwo noch Licht am Horizont sieht. Ich weiß es nicht. Sowieso, alle Lichttechniker Deutschlands sind arbeitslos. Alle Bühnen sind eh dunkel. Ja, in der Tat. Wird sich auch vorerst nicht ändern. Übrigens vielleicht eine gute Gelegenheit, mal was in die Kamera zu halten. Und zwar, Viva Con Agua verkauft nicht nur Wasser, leckeres Wasser, sondern auch ist an diesem Projekt beteiligt. Seht ihr das? Hier, Leute, im Chat. Sieht man das in der Kamera? Dieses herrliche Klopapier. Ich will ja auch immer noch die Georgis, zu Hamburg sagt man ja, Hamburg ist braun-weiß, ne? Weil St. Pauli, braun-weiße Farben. Okay. Und ich will immer noch das Goldeimer Klopapier Hamburg ist braun-weiß machen. Aber ich finde, den Druck finde ich echt lustig. Also, die haben auch Klopapier, ne? Gibt's, das ist recycelt natürlich. Und ich meine, das gibt's halt in Hamburg wahrscheinlich in so Drogerien, ne? Vermute ich mal, Micha, ne? Jetzt Zu ist kaufen. Ja. Alnatura und so. Gut, Alnatura gibt es nicht an jeder Ecke. Aber in Hamburg meine ich, das eine, das Alnatura, was ich kenne, ist in Hamburg Wandsbek, ne? Ja. Springer H5, G5 Springer H5, das war eine vernünftige Zugsequenz. Weiß hat den Springer angegriffen und Schwarz hat den Springer jetzt geschützt, der geht an den Rand. Hin und wieder muss man mit dem Springer an den Rand, geht halt nicht anders. Was Ja, Schwarz. hier, du bist ja Schachprofi. Wäre D7 auch ein guter Move gewesen, um die Dame einzusperren? Ja, wäre auch gut gewesen. Aber auch H5 ist beides okay. Das Wichtigste ist auf Anfänger-Amateurniveau, dass man auf Drohungen überhaupt reagiert und nicht einfach ignoriert. Springer E2 von Weiß. So, Schwarz ist wie gesagt hier klar am Drücker, hat 6 Punkte mehr. Es klingelt bei mir. Ach, wegen Halloween, jo, ey. Stimmt. Ich habe völlig vergessen, Chat, dass Halloween ist heute. Ich habe mich schon gewundert, als ich heute einkaufen wollte, dass die Geschäfte zu haben. Dass es ein Feiertag ist. War total überrascht. Und Halloween gab es in meiner Kindheit überhaupt Ah, nicht, in meiner fuck. Jugend. Willst du zurück? Ja. Du hast dich vertan, ne? Du wolltest schlagen, ja. Ja. Ja, nimmer. Um die Geschichte mit Halloween noch zu Ende zu labern. Und in meiner Jugend gab es Halloween überhaupt nicht in Deutschland. Und seit einigen Jahren, seitdem ich in Hamburg lebe, bekomme ich immer zu Halloween Besuch von Kindern und wundere mich dann immer einmal im Jahr, wer klingelt denn da so um die Zeit so unerwartet? Und dann, ich habe ja nie Bonbons zu Hause und dann weiß ich gar nicht, was ich denen geben soll. Jetzt habe ich natürlich einen guten Grund, ich kann jetzt hier nicht aufstehen. Muss dranbleiben hier. Ich hätte sowieso nur eine Banane geben können oder einen Apfel oder sowas. Ich glaube, das wollen die aber nicht haben. Kann man eigentlich auch Geld geben zu Halloween den Kindern? Ist das, glaube ich, der Klar, da falsche. freuen sie sich am meisten. Das ist der Geld falsche oder Ansatz. Feste. Das ist der falsche Ansatz. So, Leute, hier ist Spannung. Hier ist Riesenspannung in dieser Stellung. Ich bin gespannt. Oder eine Rolle von dem Klopapier hätte ich geben können. Stimmt. Goldeimer. Danke, Micha. Guter Hinweis. Das ist eine spannende Stellung, Leute. Ich bin jetzt echt gespannt, was passiert. Ich sage jetzt mal gar nichts. Kaas und Roger, denkt mal mit, was hier passieren könnte. In Hessen ist, glaube ich, kein Feiertag. Ja, ich war total überrascht, dass heute Feiertag ist. Also für mich ist 31. Oktober nicht abgespeichert als Feiertag. Ich komme ja ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, wobei ich nicht weiß, ob in NRW auch 31.10. Feiertag ist. Ihr seht, ich bin. Nee, da war immer der 1.11. Genau, NRW ist kein Feiertag, no Juju. Da ist immer der 1.11. Feiertag. Den Kindern Geld schenken. Nee, ich glaube, sowas macht man nicht. So, wer ist dran hier? Schwarz. Zum zweiten Mal, Michael. Ja, okay, ich wusste es echt nicht. In NRW nur 1.11. Genau. Ich rede gerade hier mit dem Chat. Spannende Geschichte hier. Allerheiligen, genau. Ja. Seitdem ich in Hamburg bin, wundert mich immer, dass jedes Jahr am 31.10. irgendwelche Geklingelgeschichten losgehen und Kinder vorbeikommen. Beim allerersten Mal hatte ich so, habe ich mich völlig erschreckt und da fiel mir ein so, ach ja, Halloween. Seit wann wird das denn gefeiert in Deutschland? Ja.
What shall I do with the drunken sailor? Hör sie ja. Roger, Cars, seht ihr, was hier passiert? Nicht sagen, ja. Nicht sagen. Ja, ich sag gar nichts, aber ich, ich sag nichts. Das ist spannend hier, Leute, ne? Vor 2 Minuten noch drüber gesprochen. Mhm. Wie schnell sich... Kurzzeitgedächtnis, ne? Oh, how the turntables turn. Ich kann jetzt auch nicht kommentieren, ich muss mich zurückhalten. Yeah. Weiß am Zug 2 Minuten, Schwarz hat noch fast 4 Minuten. Wird das wieder durch Zeit entschieden? Ey, oder? Wenn er mit dem Bauer rüberkommt, dann hat er eine Dame, ne? Ja, Mann. Ja, aber... Ja, er kann den Bauern umwandeln, sagen wir es mal so. Ja, okay, dann sollte ich den einfach hier mal blockieren, oder? Oh, scheiße, ich trottel. Danke. Oh nein, habe ich was nicht gesehen? Ja, ja, du hättest mich nach Matt setzen können. Matt setzen können. Wo? Ich war so... Bitte, jetzt bitte. Jetzt zu spät. Nein, ich habe gar nichts gesehen, fuck. Ah. Warte, wo war der? Der war auf... E5? Nee, der Läufer war weg, ja. Der Läufer war weg und auf F8 hätte er den Turm schlagen können, dann wäre es matt gewesen. Ja. Ja. Stimmt, weil er geschützt ist. Ja, jetzt ist er geschützt, ne? Jetzt solltest du nicht schlagen. Ah, damn. Ja. Egal, weiter geht's. Nicht mal auf eure Kommentare. Oh nein. Deine Zeit, Jeffy. Ich hab's im Prinzip beiden verraten, ne? Ich hab's im Prinzip beiden verraten. Mm-mm. Und ich hab sogar noch drauf geguckt und ich hab's nicht gesehen. Ich habe es im Prinzip beiden verraten, ja. Wir sind schon bei knapp 1.300 Euro. Gerade kamen wieder 75 Euro rein, aber viele spenden anonym. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wer das spendet. War das übrigens adäquate Antwort? Loffer G7 war, ja, das war eine adäquate Antwort. Oder, ja. Bin schon bei 11 Euro. Sauber. Stark. Ein Hygienekit. Super. Oh, oh. Was kam jetzt? Turm F2. Da, ey, aber krass, wie du das siehst alles. Okay, mal davon abgesehen, dass du dich hast mehrmals einzügig matt setzen lassen. Das war, ging ja über mehrere Züge. Muss ich sagen, dass du sehr gut siehst, wenn eine gegnerische Figur geschlagen werden kann. Und Schwarz hat jetzt hier massig Vorteil und Zeitvorteil auch noch. Das sieht schlecht aus für unseren Rapper aus Schwabenland. Ich weiß nicht, ob da noch ein Turnaround kommen kann. Roger würde natürlich mit seiner Randomness hier noch irgendwas rausholen. Das kannst du auch, Cheffi. Es ist in auch in dir ist die Randomness stark. Auf jeden Fall. Irgendwo ist sie. Das Schach schon mal gesehen. Pariert. Sehr gut. Yes. Ah nein. Schach. Aber du merkst halt... Ist es jetzt matt? Nee, es ist Schach, du bist im Schach. Nee, weil du im Schach bist, du kannst es nicht. Ich muss einfach gleich wieder zurückziehen. Ach so. Aber trotzdem ADHS-mäßig vergessen, dass ich da nicht weg darf. Stimmt allerdings echt. So geil dumm. Gerade noch drüber geredet. Du hast keine Zeit mehr übrigens, ne? Chef geht 7 Sekunden, du musst ziehen, du musst ziehen. Oh nein. Bauer 1 vor. Oder König weg. Komm, oder no König. Risk, no fun, oder? Heißt so im Leben. Du bist dran, ne? Das ist Schach. Ah, nee, da oben. Zwei, du musst ziehen. Schneller. Shit. Damn. Zwei. Oh, damn. Okay, wieder Chance verpasst, aber hey, es hat riesen Spaß gemacht auf jeden Fall. Am Ende warst du Schach, du hättest natürlich das Schach parieren müssen. Ja. Wir zeigen das nochmal kurz im Stream, ich zeig das nochmal. Ich mach mal den Stream an. Ich zeig das nochmal im Stream. Ich hab so mitgefiebert, Bro. Geil. Die Eröffnung war natürlich nicht gut. Also die Eröffnung, ich mache jetzt mal von vorne so ein bisschen. Also die Eröffnung, du musst gucken, dass du nicht so viele Bauernzüge machst am Rand irgendwie, sondern Bauern ins Zentrum stellst. Zum Beispiel sowas hier. Das hast du vorhin noch gesagt. Ja, Bauern im Zentrum stellen, irgendwie sowas, Figuren raus, ne? Schnell die Rochade, ne? Das gleiche gilt für Schwarz. Wobei, Micha hat das relativ... Springer G5 zum Beispiel ist aus zwei Gründen schlecht. Erstmal,
Der kann geschlagen werden, das hat Micha gesehen, ne? Hat er auch gemacht. Und das Zweite ist, es ist wichtig, alle Figuren ins Spiel zu bringen, nicht immer mit einer Figur zu spielen. Und du musst das als Armee betrachten, als Mannschaft, und alle wollen mitspielen. Ja? Und wenn es da irgendwie einzelne Leute gibt, die ausscheren und alles alleine machen wollen, dann funktioniert das Gesamtspiel nicht gut. Jetzt hat er nach der Eröffnung, wir haben die Eröffnung hier, die hat Micha extrem gut gespielt, extrem aggressiv, hat dir super viel weggenommen, hat dich schon in jegliche Hoffnung aufgegeben. Und dann irgendwann im Mittelspiel, als du hier die Dame rausbringst, hier plötzlich hast du plötzlich wieder Möglichkeiten, weil du greifst den Turm an, du greifst hier den Turm an und bekommst ein bisschen Material zurück, ne? Gut, Micha hat dir was weggenommen hier, steht völlig auf Gewinn, aber dann kommt der große Moment, wo sich hätte alles drehen können. Das Schach hier, der König geht weg und dann macht er das hier Schach, Wett, Läufer E5 und hier kannst du gewinnen. Siehst du es? Ja. Jetzt? Im Stream? Du kannst Dame schlicht F8 machen. Die Dame ist gedeckt von dem Läufer hier. Der König ist angegriffen und der kann nicht weg. Ja. Weil die Dame alle Felder kontrolliert hier. Und das ist Schachmatt. Und dann schade. Ja, das tut weh. Ja, vor allen Dingen, hier war es wieder möglich, ne? Weil er hat das vergessen. Mich hat das einfach vergessen. Und hier kannst du immer noch, ne? Matt setzen. Und das war so die Zeit, wo ich die Kommentare gab halt, und irgendwann fiel es ihm dann ein wieder. Und ich sagte immer, oh, how the turntables turn. Ja, und ich denke mir so, wo denn? Was denn? Wo denn? Oh nein, nicht gesehen. Ja. Schade. Das war der Moment, wo du hättest die gesamte Partie halt drehen können. Den Rest hat er echt stark gespielt mit Schwarz, muss ich sagen. Also der hat dir wirklich. Am Ende gibt es übrigens einen Zug hier, diesen En Passant-Zug, ne? Stimmt. Nicht vergessen. F5 ist Schach, aber wenn der Bauer En Passant, ich erkläre es nochmal allen, wenn der Bauer von der Grundstellung aus zwei Felder vorzieht, an einem gegnerischen Bauern vorbei, der irgendwie hier oder da steht, also in dem Falle hier, dann kann man hier so schlagen. En passant heißt das aus dem Französischen, im Vorbeigehen. Stimmt. Dann hättest du den Bauern schlagen können und dann mit meinem eigenen noch Schach, also ihn Schach setzen können mit dem Bauern. Ich überlege gerade hier, ob das nicht gewonnen ist für Weiß. Weil du drohst Matt hier wieder, auch hier. Und du drohst Matt hier, weil hier der Bauer plötzlich steht und die Dame unterstützt. Ach nee, es ist Turm schlicht F6 möglich. Okay, Turm schlicht F6 und aber dann hätte Schwarz einen extrem guten Verteidigungszug finden müssen. Okay, cool. Dann hey, nächstes Spiel vielleicht. Absolut.